So, hallo und willkommen bei Apal Direkt. Also, wir haben ja durch Corona vor Corona und in Corona haben wir dann diese Korpus ja bestellt, dass wir diese Schleifpads herstellen können. Und wir beziehen sie normalerweise vom Dentalbereich und unter Corona-Zeiten haben wir leider keine vom Dentalbereich bekommen. Und da wir selber keine gebraucht haben und erst kürzlich von Kundschaft uns das mitgeteilt worden ist, die Lieferungen, die wir gekriegt haben von diesen Korpussen, sind ganz schlecht. Also die lassen sich biegen, was normalerweise nicht der Fall sein sollte. Und die brechen genau hier ab. Also jeder, der, sage ich, tut mir wirklich sehr, sehr leid, jeder, der, sage ich, einen verbogenen oder einen abgerissenen hat, so wie hier, ja, und teilweise brechen sie dann eher im Innenbereich ab, so wie hier. Dann einfach mir kurz ein Bild schicken, das reicht, und dann tue ich das auch sofort ersetzen. Also um zeigen hier einer von meinen, den ich lange benütze, und so sieht er dann neu aus. Und wenn man es hergeht, und da druckt hier, da tut sich gar nichts, da biegt sich auch nichts, und das hier biegt sich auch nicht. Und hier das gleiche, sind die alten. Und das ist ein schwarzer 280er und ein original neuer. Ja, und hier das gleiche, da biegt sie nichts, bricht auch nichts. Bei den alten das gleiche. Und bei diesen schlechten Qualität, wo wir gekriegt haben, wenn ich dahergehe, hin, und da sieht man schon, oh, abgebrochen. Genau, das ist das, was nicht passieren sollte. Deswegen haben wir es ja auch vom Dentalbereich. Und die, wo wir jetzt hier geliefert gekriegt haben, die Ersatzlieferung, ist halt sicherlich sehr, sehr bescheiden. Und jetzt mit einem schlechten Werkzeug kann man auch nicht arbeiten. Und also man kann es auch nicht reinkleben oder sonst irgendwas. Also das hält nicht, weil einfach der Metallstift sehr schlechter Qualität ist. Also das tut uns sehr, sehr leid. Hier habe ich jede Menge abgebrochene Stifte. Ja, so sieht es dann aus. Und wir haben also die Masse ausgesondert. Wir hatten, glaube ich, 160 Stück bestellt. Und der 120 Stück haben wir entsorgt. Also 40 Stück sind im Umlauf. Und von dem her gesehen, nochmal, tut uns sehr, sehr leid. Und einfach uns kontaktieren, uns das zuschicken. Und wir werden es sofort ersetzen, kostenfrei, selbstverständlich. Ja. Das war's und mittlerweile haben wir wieder neue und wir haben die auch wieder vom Dentalbereich und die vom Dentalbereich, wie gesagt, die verbiegen sich nicht, auch hier nicht, ja, da kann ich drucken, wie ich will. Also irgendwann natürlich ermüdet das Material, aber es bricht nicht. Also ja. Und das war's und dann hoffe ich, dass ihr weiterhin mit den Schleifbits, sage ich, viel Spaß habt und ja, wie gesagt, tut uns leid letztendlich, dass das passiert ist.